Ja, vielen Dank, Mareike Bokan. Wir sind live im Deutschen Bundestag in Berlin. Hier beginnt jetzt gleich die Sitzung. Es geht, wie gesagt, um die Hospiz- und Palliativversorgung, also die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen. Die Bundesregierung möchte Verbesserungen herbeiführen, und zwar in der Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkassen. Die Kinder- und Erwachsenenhospize sollen finanziell besser gestellt werden. Man will immerhin 150 bis 200 Millionen Euro mehr Kosten aufwenden. Dazu liegt also vor ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, der hier heute am Mittwoch ein wenig außer der Reihe beraten wird. Denn normalerweise beginnt ja die Sitzung am Mittwoch mit der Befragung der Bundesregierung. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Sitzung jetzt gerade eröffnet. Das ohne jede Bemerkung schlicht zu Protokoll gegangen wäre, habe ich mir mit der erwartbaren spontanen Reaktion diesen dezenten Hinweis erlaubt. Wir rufen auf die Tagesordnungspunkte 1a und 1b. Wir bleiben also streng bei der 1. Hier geht es um die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland sowie die Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Hochwertige Palliativ- und Hospizversorgung als soziales Menschenrecht sichern. Die Fraktionen haben dazu eine Aussprachezeit von 60 Minuten vorgesehen. Dazu sehe ich auch keinen Widerspruch. Dann können wir so verfahren. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zunächst der parlamentarischen Staatssekretärin Annette Wittmann-Mautz. Annette Wittmann-Mautz ist parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium und gehört der CDU an. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, am Ende eines Lebens, dann, wenn nicht mehr die Frage des Ob, sondern nur noch wann und wie man sterben wird, im Mittelpunkt steht, geht es in erster Linie darum, den Menschen Ängste zu nehmen, Schmerzen zu lindern, Raum und Zeit für Begegnung, Zuwendung, Nähe, Geborgenheit und Mitmenschlichkeit zu ermöglichen. Oft bleiben nur Monate, Wochen oder Tage, denen wir mehr Leben, mehr Lebensqualität geben können. Und das ist das Ziel der Hospizbewegung und der Palliativmedizin, und wir wollen sie darin unterstützen. Heute beraten wir in erster Lesung das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland und nicht, wie man bei der Berichterstattung im Fernsehen heute Morgen hätte vermuten können, einen Gesetzentwurf zum assistierten Suizid. Und unser Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es, dass allen Menschen in Deutschland in Zukunft ein möglichst flächendeckendes Angebot dieser Hospiz- und Palliativleistungen zur Verfügung steht. Dieses Gesetz betrifft einen Bereich unseres Lebens, der uns alle nahe geht, weil wir ihn alle irgendwann vor uns haben. Und wir wissen oder ahnen, wie herausfordernd es ist, einen schwerstkranken oder sterbenden Angehörigen zu versorgen und zu begleiten. Eine innerliche Zerreißprobe zwischen Hinwendung und Überforderung, Nähe und schmerzvollem Miteinander. Viel ist in diesem Bereich in den vergangenen Jahren geschehen, vor allem dank des Einsatzes der Hospizbewegung. Neben denjenigen, die in der Hospiz- und Palliativversorgung arbeiten, engagieren sich ca. 80.000 Menschen ehrenamtlich in diesem Bereich. Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen messen daher dem weiteren Auf- und Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland eine hohe Bedeutung zu. Wir wollen erreichen, dass die Palliativmedizin und die Hospizkultur möglichst überall dort verwirklicht wird, wo Menschen sterben. Zu Hause oder im Hospiz, aber natürlich auch in Krankenhäusern und in Pflegeheimen, in den Städten genauso wie auf dem Land. Konkret bedeutet dies, die Palliativversorgung wird ausdrücklicher Bestandteil der Regelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Zur Steigerung der Qualität der Palliativversorgung,
zur Zusatzqualifikation der Ärzte und Pflegekräfte sowie zur besseren Vernetzung mit und Koordinierung von allen anderen an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen und Einrichtungen wird es mit diesem Gesetz zusätzlich vergütete Leistungen geben. Ihre letzte Lebensphase wollen viele Menschen zu Hause verbringen. Und damit die weißen Flecken in der Palliativversorgung von der Landkarte verschwinden, die es noch gibt, ist die häusliche Krankenpflege in der ambulanten Palliativversorgung von erheblicher Bedeutung. Dass palliative Leistungen auch zur häuslichen Krankenpflege gehören und sie auch für einen längeren Zeitraum als die üblichen 4 Wochen verordnet werden können, wird daher ausdrücklich in diesem Gesetz festgeschrieben. Und der gemeinsame Bundesausschuss wird damit beauftragt, die Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege auch entsprechend zu überarbeiten. Viele Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen oder können allerdings nicht zu Hause gepflegt werden. Für sie sind stationäre Hospize zum Beispiel ein guter Ort, die ihnen noch verbleibende Zeit dort zu verbringen. Die finanzielle Ausstattung stationärer Kinder- und Erwachsenenhospize wird deshalb verbessert, zum Beispiel durch die Erhöhung des Mindestzuschusses der Krankenkassen, damit derzeit unterdurchschnittlich finanzierte Hospize auch einen höheren Tagessatz je betreuter Person erhalten können. Und zudem tragen die Krankenkassen künftig einheitlich 95% statt wie bisher 90% der zuschussfähigen Kosten. Damit reduziert sich der Kostenanteil, den Hospize durch Spenden aufbringen müssen, ohne dass sie ihren Charakter, nämlich den des bürgerschaftlichen Engagements, den der engen Verankerung in der Zivilgesellschaft verlieren, der ihnen genommen wird. Denn dieser Charakter prägt die Hospizbewegung und er trägt sie. Und das ist uns wichtig, auch in diesen Finanzfragen dann immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Bei den Zuschüssen für ambulante Hospizdienste werden künftig neben den Personalkosten auch entgegen manchem Medienbericht die Sachkosten berücksichtigt werden können. Und es wird ein angemessenes Verhältnis von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern sichergestellt werden. Wir wollen, dass ambulante Hospizdienste auch stärker in die Sterbebegleitung in Pflegeheimen einbezogen werden und auch Krankenhäuser Hospizdienste künftig mit Sterbebegleitungen auch in ihren Einrichtungen beauftragen können. Zur Stärkung der Hospizkultur und der Palliativversorgung in den Pflegeheimen wird die Sterbebegleitung zukünftig ausdrücklicher Bestandteil des Versorgungsauftrags der sozialen Pflegeversicherung. Auch Kooperationsverträge mit Haus- und Fachärzten, die besonders wichtig sind zur medizinischen Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner, sie werden in Zukunft nicht länger freiwillig sein. Ärzte, die diese Verantwortung und diese Herausforderung annehmen und sich daran beteiligen, werden in Zukunft flankierend dafür auch zusätzliche Vergütungen erhalten. Und in den Krankenhäusern haben wir vorgesehen, dass anstelle der Fallpauschalenlogik für Palliativstationen in Zukunft auch krankenhausindividuelle Entgelte mit den Krankenhausträgern vereinbart werden können, dann, wenn die Krankenhäuser das wünschen. Und schließlich, meine Damen, meine Herren, wollen wir sicherstellen, dass Menschen am Ende ihres Lebens auch die Unterstützung und Betreuung erhalten, die sie sich vorstellen. Wir alle wissen, über Sorgen und Befürchtungen, Werte und Wünsche zu sprechen, ist in dieser Lebensphase oft ein schwieriger und oft auch ein angstbesetzter Prozess, mit dem sich viele überfordert fühlen und manche auch alleingelassen sind. Diese Klärung gibt aber all den Betroffenen Sicherheit und bedeutet darüber hinaus auch für alle an diesem Prozess Beteiligten, die Angehörigen, die behandelnden Ärzte und die Pflegekräfte eine ganz wichtige Leitlinie für ihren Umgang mit den Patientinnen und Patienten und für ihre eigene Arbeit. Und deshalb haben wir im Gesetzentwurf neben dem dringend notwendigen Beratungsanspruch bei den gesetzlichen Krankenkassen über das Leistungsangebot in der Palliativ- und Hospizversorgung
erstmals in Deutschland ein individuelles, ein ganzheitliches Beratungsangebot über Hilfen und Angebote zur medizinisch-pflegerischen, psychosozialen und seelsorgerlichen Betreuung und Versorgung in der letzten Lebensphase in den stationären Pflegeeinrichtungen vorgesehen. Das ist ein wirkliches neues Element und damit sind wir Vorreiter in Europa. Wir können, meine sehr verehrten Damen und Herren, insgesamt auf den positiven Erfahrungen und der Entwicklung der letzten Jahre aufbauen. Vieles ist in Bewegung und dazu beigetragen hat nicht nur, dass über alle Parteigrenzen hinweg wir hier gemeinsam einen breiten politischen Konsens aufbauen konnten. Dazu beigetragen hat vor allem auch, dass die vielen Akteure in diesem besonderen Feld der Gesundheitspolitik mit großem Engagement aktiv in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich zusammengearbeitet haben, ob das nun im Charta-Prozess oder im Nationalen Forum Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland, im Bundesgesundheitsministerium war. Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, komme auch zum letzten Satz, denn ich habe diese Diskussionen als ausgesprochen konstruktiv und produktiv empfunden. Die Hospizkultur hat damit auch einen positiven Einfluss auf die politische Kultur gehabt. Ich freue mich auf die Beratungen im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank. Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Wiedmann-Mautz, war das. Nächste Rednerin ist jetzt Pia Zimmermann, die pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister Gröhe, Frau Staatssekretärin Wiedmann-Mautz, Sie läuten Ihr Gesetz zur Hospiz- und Palliativversorgung mit großen Worten ein. Ich zitiere: Schwerkranke und sterbende Menschen benötigen in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung. Ich frage Sie aber allen Ernstes, ist das, was Sie mit diesem Gesetzentwurf vorlegen, Ihrer Meinung nach wirklich das Bestmögliche? Meine Fraktion jedenfalls und die überwiegende Mehrzahl der Sozial- und Betroffenenverbände werden Ihnen da widersprechen. In großen Ankündigungen sind erneut nur kleine Verbesserungen zu sehen. Auch durch meine langjährigen Erfahrungen im Gesundheitswesen kann ich Ihnen versichern, Sie beenden weder damit die bestehenden Ungleichheiten im Hospiz- und Palliativsystem, noch verbessern Sie die Qualität. Zudem sind die von Ihnen vorgeschlagenen Verbesserungen leider auch nicht ausreichend ausfinanziert. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen präzisen, in allen Gesetzbüchern gleichlautenden Rechtsanspruch auf eine hochwertige Hospiz- und Palliativversorgung. Dieser Anspruch muss für jede Bürgerin und für jeden Bürger, unabhängig von der Art der Erkrankung, von der Art der Behinderung, von dem individuellen Lebensort und unabhängig natürlich auch von der Versicherungsform gelten. Und dazu liegt heute ein Antrag meiner Fraktion vor. Und ich lade Sie herzlich ein, schreiben Sie von uns ab. Haben Sie Mut und gehen Sie endlich den dringend notwendigen Reformen im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung an. Meine Damen und Herren, ich möchte auf einige unserer Forderungen eingehen, die in Ihrem Gesetzentwurf keine Rolle spielen. Wir aber meinen, das muss drin sein. Erstens, heben Sie die Ungleichbehandlung zwischen Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen und Hospizen auf und beenden Sie so die Zweiklassenmedizin. Zweitens, garantieren Sie im Rahmen der Umsetzung des neuen Pflegebegriffs, dass hospizliche und palliativpflegerische Angebote in Pflegeeinrichtungen nicht weiter zu steigenden Eigenanteilen für die Betroffenen und deren Angehörigen führen. Denn gute Versorgung darf auch hier nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Drittens. Beseitigen Sie die strukturelle Ungleichbehandlung bei der palliativmedizinischen Versorgungssituation von Schmerzpatienten in Pflegeeinrichtungen. Kein Mensch sollte Schmerzen haben, die verhindert werden können. Viertens. Hören Sie auf, die Menschen weiter mit ihren unbestimmten Rechtsbegriffen zu verunsichern und präzisieren Sie Ihr Gesetz bei der Hospiz- und Palliativberatung sowie bei der Sterbebegleitung. Fünftens,
Schaffen Sie die verbindlichen Regelungen für die Personalbemessung und machen Sie sich auf den Weg, die palliativmedizinische, palliativpflegerische und hospizorientierte Ausbildung in den Gesundheits- und Pflegeberufen bundeseinheitlich durch ein Berufegesetz zu regeln. Nur so können wir mehr Pflegekräfte gewinnen und nur so können wir der Arbeitsverdichtung entgegentreten, die heute die Pflegekräfte einbringen müssen. Und mehr gut und richtig gut ausgebildetes Personal bedeutet natürlich auch bessere Pflege. Sechstens, auch eine Vollfinanzierung der Hospizleistung muss drin sein. Vor allen Dingen für die ambulanten Hospizleistungen die Sachkosten inklusive. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Kontext will ich noch einmal erwähnen, dass ich das Engagement der Ehrenamtlichen in diesem Bereich außerordentlich schätze und dass ihnen hohe Anerkennung gebührt. Und ich denke, ich spreche hier im Namen des ganzen Hauses. Aber meine Damen und Herren, bürgerschaftliches Engagement ist kein Ersatz für fehlende Fachkräfte und darf auch nicht missbraucht werden, um vorhandene Strukturdefizite zu verdecken. Wir brauchen eine Hospiz- und Palliativpflege, die die Würde des Menschen unter der Beachtung seiner Selbstbestimmung am Lebensende in den Mittelpunkt stellt. Dafür benötigen wir andere Personal- und Sachkostenschlüssel und endlich eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung, die nicht nur das Teilleistungsprinzip aufhebt, sondern auch eine Angleichung der Finanzierung der Sterbebegleitung in Pflegeheimen an das Niveau der Hospize gewährleistet. Meine Damen und Herren von der Großen Koalition, das können Sie alles in unserem Antrag noch mal nachlesen. Daher erneuere ich mein Angebot. Schreiben Sie von der Linken ab. Sie werden sehen, das würde die Hospiz- und Palliativversorgung in diesem Land weit nach vorne bringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Pia Zimmermann war das für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Hilde Mattheis, die Sprecherin für Gesundheitspolitik der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stelle eingangs einfach mal fest, manche Themen eignen sich eigentlich nicht für politische Attacken, weil wir sind hier im Haus einer Meinung, davon gehe ich aus, dass wir im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung wichtige Bausteine setzen wollen und müssen, als Grundlage auch für weitere Verbesserungen der Versorgung und vor allen Dingen auch, um genau Strukturunterschiede aufzuheben. Und wenn wir uns da einig sind, dann lassen Sie uns miteinander beraten, wie wir das hinbekommen. Denn ich glaube, auch da sind wir uns einig, dass das Thema Würde im Alter für viele von uns mit der Vorstellung verbunden ist, natürlich, dass wir auch in der letzten Lebensphase möglichst selbstbestimmt und schmerzfrei am Leben, soweit es möglich ist, teilhaben wollen. Und wir wollen uns nicht vorstellen, bettlägerig auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Und wir wollen uns am liebsten vorstellen, im Kreis unserer Angehörigen, unserer Liebsten, die letzten Tage verbringen zu können und nicht nur satt und sauber, sondern schmerzfrei angenommen und respektiert. Und weil wir wissen, dass die Realität heute oft noch viel zu oft anders aussieht, sich zwar seit 30 Jahren die Hospizbewegung, mehr als 1500 ambulante Dienste, 200 stationäre Hospize, 250 Palliativstationen und es wurde schon gesagt, 80.000 Ehrenamtliche in diesem Bereich kümmern und sich hoch engagieren, müssen diese Menschen, die sich dort engagieren und vor allen Dingen im Sinne derer, um die es uns heute geht, unterstützt werden. Das wollen wir jetzt heute ins parlamentarische Verfahren bringen mit diesem Gesetz. Und es geht darum, Lücken zu schließen. Lücken, die wir in den letzten Jahren immer wieder auch über Berichtspflichten des Bundesministeriums angemahnt haben, das muss jetzt in Bezug auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung angegangen werden.
und vor allen Dingen auch, was uns als SPD ein hohes Anliegen ist, im Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen. Wir wissen, es ist kein leichtes Thema. Und wir wollen es heute dezidiert, und es wurde der Medienbericht schon angesprochen, nicht verbinden mit einer Sterbehilfedebatte. Weil jetzt heute geht es um Hospiz- und Palliativversorgung. Und da, egal wo wir uns verorten, sind wir uns in diesem Haus sicherlich einig, dass wir in dem Bereich Palliativ-Hospiz Verbesserungen wollen. Und zwar geht es darum, dass wir gute Versorgung nicht abhängig machen wollen von dem Ort, an dem Menschen leben, sondern egal, wo Menschen hier in Deutschland leben, müssen sie Garantie haben auf eine gute Versorgung. Und die ambulante Palliativversorgung zu verbessern und die Vernetzung der Regelversorgung anzugehen, ist ein wichtiger Teil dieses Gesetzes. Und die Leistungsansprüche der häuslichen Krankenpflege im Hinblick auch auf ambulante Palliativversorgung gesetzlich klarzustellen und auch den gemeinsamen Bundesausschuss zu beauftragen, für den Bereich Palliativpflege konkrete Festlegungen zu den Versorgungsanforderungen zu treffen, ist Bestandteil dieser Gesetzesvorlage. Die SAB wird erleichtert. Stichworte hierfür sind Einführung des Schiedsverfahrens, Klarstellung in Bezug auf selektivvertragliche Regelungen. Es darf keine SAP-Light geben. Und deshalb wollen wir auch die stationäre und ambulante Hospizarbeit weiter stärken. Es wurde schon gesagt, einen Zuschuss von 90 auf 95 zu erhöhen, weil eben die Hospizbewegung uns gesagt hat, wir brauchen auch Anreize, um für diese Hospizarbeit aus einem Spendenbereich Mittel zu schöpfen. Das ist ein wichtiger Punkt, aber eine Erhöhung und auch eine Erhöhung bei der Bezugsgröße von 7% auf 9%. Und es werden natürlich neben den Personalkosten auch die Sachkosten angemessen berücksichtigt. Und auch das ist wichtig. Sterbebegleitung und Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen ebenso verbessert wie die ärztliche Versorgung. Wir wissen, die ärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen ist nicht optimal, sondern wir haben auch dort einen ganz wichtigen und großen Bereich, wo wir von Unterversorgung sprechen müssen. Leider. Das sind alles Bausteine, auf die auch meine Kolleginnen noch eingehen werden. Und uns reicht ein guter Wille für eine bessere Versorgung nicht aus, sondern wir wollen hier Fakten schaffen. Und ich sage das zum Abschluss meiner Rede ganz deutlich nochmal. Dieses Gesetz ist ein Baustein. Und wir können nicht in diesem einen Gesetz quasi alle Bereiche regeln, sondern einen Baustein haben wir letzte Woche gesetzt mit dem Versorgungsstärkungsgesetz. Schauen Sie rein, was da an sektorenübergreifender Versorgung alles verbessert wurde, was sich auch für den Bereich, um den es heute geht, auswirkt. Wir werden mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 weitere wichtige Dinge eingehen. Wir werden auch mit dem Präventionsgesetz, das wir ja heute im Ausschuss beraten haben und Änderungsanträge besprochen haben, auch einen wichtigen Baustein setzen. Alles das gibt ein Gesamtkonzept. Ein Gesamtkonzept, das für uns als SPD den Punkt, dass nämlich Gesundheit und Pflege zur Daseinsvorsorge gehören, dokumentiert. Da darf es keine zwei Klassen geben, sondern die Zugänge zum medizinischen und pflegerischen Fortschritt müssen für alle gegeben sein. Das ist unser Punkt. Und ja, das alles gehört finanziert. Wir können das eine jetzt angehen. Und die Finanzierungsfragen, da werben wir für unser Konzept weiter, nämlich einer solidarischen und paritätischen Finanzierung. Vielen Dank. Hilde Mattheis war das von der SPD-Fraktion. Nach ihr jetzt Elisabeth Scharfenberg, Bündnis 90 Die Grünen, Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik ihrer Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, Herr Laumann, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, die heute dieser Debatte zuhören können. Es ist ein schweres Thema, mit dem wir uns heute befassen, Palliativ- und Hospizversorgung. Das ist nichts, was wir von uns wegdrücken können. Das betrifft uns alle, jede und jeden hier im Raum. Es geht um die eigene Endlichkeit. Es geht auch um das eigene Sterben. Wir alle haben Angst vor Abhängigkeit. Wir haben Angst vor Hilflosigkeit und natürlich auch Angst vor dem Verlust der Würde. Wir haben Angst vor dem Verlust unserer Selbstbestimmung. Wir haben Angst vor Schmerzen. Es geht aber auch um Loslassen und Abschied für Angehörige. Es geht auch um die Akzeptanz von Grenzen, gerade für Ärzte und für Pflegepersonal. Das heißt, wir drücken dieses Thema weg, solange wir irgendwie können, bis wir uns eben nicht mehr wegducken können, bis wir uns mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und das tun wir heute hier. Palliativ- und Hospizversorgung. Trotz aller Fortschritte der letzten Jahre gibt es immer noch sehr, sehr viel zu tun. Und es ist, da gebe ich der Kollegin recht, es ist kein Thema für parteipolitisches Gezänk. Der Bundestag, der muss sich intensiv mit diesen schweren Fragen befassen. Und es ist an uns, diese Debatte anzustoßen, auszulösen, die Debatte zu führen und natürlich dadurch auch das Thema in die Gesellschaft zu tragen. Diese Debatte, die hat eine ganz hohe symbolische Bedeutung. Und deshalb dürfen wir daraus keine Symbolpolitik machen. Ihr Gesetzentwurf, der ist an vielen Stellen gut und richtig. Aber ich denke, Probleme werden nicht in der ganzen Breite grundsätzlich genug angepackt. Was meine ich jetzt damit? Ich meine insbesondere die stationären Einrichtungen und Krankenhäuser. Sie wollen die Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern stärken. Und das ist absolut notwendig. Kliniken und Pflegeheime, das sind die Orte, an denen etwa 80-90% der Menschen sterben. Um mal ein Gefühl noch dafür zu entwickeln, ich rede hier von etwa 700.000 bis 800.000 Menschen. Das ist, um es noch deutlicher zu machen, die Einwohnerzahl von Frankfurt am Main. Das zeigt uns, wie drängend dieses Problem ist. Und diese Realität, die erreicht täglich die Menschen, die in stationären Einrichtungen, Krankenhäusern leben, versorgt werden oder eben auch arbeiten. Diese Einrichtungen, die sind nicht darauf eingerichtet und dennoch müssen sie die Situation managen. Es fehlt an Personal, es fehlt an Geld und gute Palliativ- und Hospizversorgung in Kliniken und Pflegeheimen, die ist aber abhängig von einem sehr, sehr gut ausgebildeten Personal. Und es ist auch vor allem die Frage von genügend Personal. Und dazu steht leider derzeit noch wenig in Ihrem Gesetz. Und wir alle wissen, dass es in Kliniken wie in Pflegeeinrichtungen doch wirklich an allen Ecken und Enden an Personal fehlt. Wir haben zunehmenden Fachkräftemangel. Das ist kein Geheimnis. Das können wir täglich erleben. Das können wir lesen, das können wir spüren. Und auch die Menschen in den Einrichtungen berichten uns das sehr drastisch. Ein Problem ist natürlich die unzureichende Finanzierung des Pflegepersonals. Ich denke, die Zusammenlegung der Pflegeberufe, die wird dieses Problem nicht lösen. Aber was könnte denn eine Lösung sein? Ich denke, ein Schritt in die richtige Richtung wäre ein verbindliches Personalbemessungsinstrument. Damit würde in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen objektiv der Personalbedarf gemessen werden. Das heißt, wie viel Personal brauche ich denn wirklich für welche Tätigkeit? Und damit könnte man auch punktgenau landen. Ein weiteres Problem, das ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Einrichtungen quasi keinen Anspruch auf einen stationären Hospizplatz haben. Und das ist ein Riesenproblem. Denn man geht davon aus, dass diese Menschen in der stationären Einrichtung im Altenpflegeheim versorgt sind. Aber da fehlt es eben auch an Händen, da fehlt es an Zeit. Und ich denke, da müssen wir ganz ehrlich uns mit auseinandersetzen. Das alles, das weiß auch ich, das geht nicht von heute auf morgen. Das wird Geld kosten. Aber das muss uns die gute Pflege auch wert sein. Und Palliativ- und Hospizversorgung, die ist absolut auf gute Pflege angewiesen. Und gute Palliativ- und Hospizversorgung, die kostet Zeit und Geld. Und wenn wir ehrlich sind, weiß das hier auch jeder im Raum. Und ich denke, wir sollten uns dem stellen. Was braucht es noch?
Angehörige sterbender Menschen brauchen eine bessere Unterstützung. Eine Trauerbegleitung ist besonders wichtig. Und der Sterbeprozess, denke ich, ist ein ganz besonderer Prozess. Kliniken berichten uns das. Angehörige zu unterstützen, das ist aktive Prävention. Das beugt Erkrankungen nach dem Todesfall vor. Ich meine da ganz klar Depressionen. Das fehlt mir auch derzeit noch. Ich sage derzeit noch in Ihrem Gesetzentwurf. Aber ich denke auch, das ist leicht zu heilen. Das wird nicht allzu viel Geld kosten. Die Wirkung ist enorm groß und wir sollten auch da genau hinschauen. Ich komme zum Schluss. Ich denke, die Gesetzesvorhaben, die wir im Moment angehen, laufen beeindruckend schnell. Aber ich glaube, wir sollten auch mutige Weichenstellungen wirklich nehmen. Wir haben eine riesengroße Chance derzeit. Diese Chance sollten wir nutzen, gerade im Bereich Palliativ- und Hospizversorgung. Das sind wir den Menschen im Land schuldig. Das sind wir uns auch schuldig. Und Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in diesem Haus einen Arbeitskreis, interfraktioneller Arbeitskreis Palliativ- und Hospizversorgung. Der arbeitet sehr kollegial und gut miteinander. Ich bitte einfach wirklich noch mal zu erwägen, ist dieses nicht ein Thema, um einen interfraktionellen Gesetzentwurf gemeinsam zu erarbeiten? Wir alle haben gute Ideen. Lassen Sie uns einspeisen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Das wäre ein starkes Zeichen. Vielen Dank. Die Aufforderung von Elisabeth Scharfenberg, Bündnis 90 Die Grünen, zur interfraktionellen Zusammenarbeit bei diesem Thema, das sich nicht für parteipolitische Auseinandersetzungen eigne, wie Sie sagt, nach ihr jetzt Jens Spahn, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU. Die Deutschen sagen, sie würden gerne zu Hause sterben können. Aber nur 20% ist das tatsächlich vergönnt. Und die Zahlen, Sie haben darauf hingewiesen, es geht um Hunderttausende Menschen, die betroffen sind, die sterben jedes Jahr. Nur 3% sagen in Umfragen, sie würden sich wünschen, vorstellen können, für sie wäre es eine Option, im Krankenhaus zu sterben. Tatsächlich sterben etwa die Hälfte aller Menschen in Deutschland, 50% gute, in Krankenhäusern. Nur 1% sagen, sie können sich vorstellen, würden sich wünschen, in einem Pflegeheim zu sterben. Tatsächlich sterben etwa 23% in einer Pflegeeinrichtung. Und allein diese wenigen Zahlen machen deutlich, wie sehr der Wunsch der Menschen, zu Hause zu sterben, wie sehr wir den Wunsch der Menschen, wo sie für sich sagen, das ist das Umfeld, die Situation, in der ich aus dieser Welt scheiden möchte, für wie wenig Menschen tatsächlich das möglich ist, so zu tun, es so zu durchleben, erleben, wie sie es sich tatsächlich wünschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es möglich machen durch eine gute ambulante Palliativversorgung, durch einen Ausbau. Wir haben 2007 ja mit einem ersten Gesetz begonnen, das überhaupt erst in die Regelversorgung vor 8 Jahren der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen. Seitdem ist viel passiert, aber noch nicht flächendeckend genug. Deswegen ist es gut und wichtig, um diesem Wunsch gerecht zu werden, dass wir mit diesem Gesetz weitere Schritte nehmen, um die ambulante Palliativversorgung in Deutschland auszubauen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehören viele Maßnahmen, sie sind auch schon angesprochen, sind zum Teil natürlich viele kleine Maßnahmen, die ergriffen werden, dass wir Schiedsstellen einführen, dass wir es möglich machen, dass bestimmte Leistungen vergütet werden, dass die ärztliche Vergütung entsprechend abgebildet wird, dass es Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen gibt. Denn ein Problem bleibt ja, Frau Zimmermann, Sie haben hier 4, 5 Forderungen erhoben, denen ja am Ende auch niemand widersprechen mag. Das Problem ist nur, die sind so allgemeingültig, damit ist den Menschen nicht geholfen. Sie müssen am Ende schon dann auch über konkrete Maßnahmen, und die sind zum Teil im kleinteilig im Gesetz, reden, die es dann möglich machen, in der Umsetzung zu einer besseren Versorgung zu kommen. Und eins werden Sie uns nicht ausreden können, dass wir mit dem, was wir vorgeschlagen haben, viele gute Maßnahmen in diese richtige Richtung tun. Und es wäre schön, wenn Sie das auch im Interesse der Menschen mal anerkennen würden. Naja, es ist ja gerade gesagt worden, man solle das hier nicht parteipolitisch ausschlachten, diese Debatte. Dass Sie daraus indirekt wieder eine Debatte über Bürgerversicherung und private gesetzliche Krankenversicherung machen, sieht mir sehr nach Ausschlachten aus. Und Sie haben gesagt, von unterschiedlichen Klassen bei der entsprechenden Palliativversorgung. Übrigens, ja, unabhängig von der Versicherung, dann bedeuten Sie das so an. Das eigentliche Problem ist übrigens ein anderes, das muss ja hier auch mal gesagt sein. Die Privatversicherten haben an dieser Stelle viel mehr Probleme als die gesetzlich Versicherten, weil die privaten Krankenversicherungen sich oft weigern, Palliativversorgung zu bezahlen. Wenn wir an der Stelle zu einer Verbesserung mit Ihnen kommen für die Privatversicherten, können wir da gerne drüber reden. Ein zweiter Punkt, der in dieser Debatte auch mit Blick auf das, was sich viele Menschen wünschen, beziehungsweise was sie beschäftigt, was sie besorgt angeht, ist, und deswegen kann man es im Übrigen
Frau Kollegin Mattheis, nicht ganz von der Sterbehilfedebatte trennen, was wir heute diskutieren. Ist ja die Frage, dass viele Angst haben vor einem qualvollen Tod. Sie haben Angst vor Schmerzen, vor Atemnot, vor Leid. Und aus dieser Angst, aus dieser Sorge heraus wächst auch, das zeigen ja auch Umfragen, der Wunsch nach Sterbehilfe, möglicherweise auch diese Option zu haben, um dem Leid zu entgehen. Und deswegen kann man diese beiden Debatten nicht völlig voneinander trennen. Wenn es aber so ist, dass es vor allem diese Angst, diese Sorge vor Leid, vor Qualen im Sterbeprozess dazu führt, dass viele nachdenken überhaupt über die Option Sterbehilfe, dann ist doch die erste und richtigste und beste Antwort auf diese Sorgen, ihnen genau diese nehmen zu können, indem wir sagen, jeder soll in Deutschland die Möglichkeit haben, soweit es eben geht, ohne Schmerzen, ohne die Angst vor Atemnot, mit einer entsprechenden medizinischen und pflegerischen Begleitung sterben zu können. Wir wollen ihnen genau diese Angst nehmen, indem wir ihnen ein Angebot machen. Und das ist die erste und beste Antwort auf die Debatte zur Sterbehilfe. Und dann noch ein drittes, auch noch mal mit dem Blick, wie wir insgesamt in dieser Palliativdebatte, wenn man mal die letzten 15, 20, 25 Jahre überblickt, ja weitergekommen sind. Das ist ja ein enormer Fortschritt, auch hier erkennbar. Überhaupt hat sich die Frage in diesem Umfang ja erst gestellt mit modernen medizinischen Möglichkeiten. Mit der Möglichkeit zur Reanimation, zur Wiederbelebung, die 60er, 70er Jahre gekommen sein dürfte, in der Folge künstlicher Beatmung, künstliche Ernährung. Erst dadurch sind an vielen Stellen ja auch viel längere Sterbensprozesse, ganz andere Situationen am Lebensende über viele Monate, Wochen, zum Teil Jahre entstanden, die eben die Debatte über die Frage des Sterbens von Sterbenprozessen noch mal ganz anders sich stellen lässt, als das in den vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden vorher der Fall gewesen ist. Wir haben in den letzten 40, 50, 60 Jahren eben so enorme Fortschritte in der Medizin, in den Möglichkeiten der Medizin erlebt, dass wir überhaupt erst mal lange leben können, aber dann eben auch im Sterbeprozess noch viele Möglichkeiten haben, vieles zusätzlich möglich zu machen. Ein Problem dabei ist, und auch das ist ja erst seit 10, 20 Jahren richtig diskutiert, auch in der Medizin, bei den Ärzten, in der Gesellschaft, in der Politik, dass viel zu lange der Fokus viel zu stark darauf war, was geht technisch noch? Was können wir noch einsetzen an Gerät, an Technik, an Medizin, um irgendwas zusätzlich möglich zu machen? Und man dabei nicht die Debatte zugelassen hat, was ist auch eine gute, eine sinnvolle, eine qualitative Sterbebegleitung? Wann ist es vielleicht auch mal gut, überhaupt erstmal die Anerkenntnis möglich zu machen, dass es Situationen gibt, in denen Medizin, in denen ein Arzt nicht mehr heilen, nicht mehr behandeln, nicht mehr irgendwas besser machen kann, sondern wo man anerkennen muss, jetzt geht eben nichts mehr, jetzt setzt der Prozess des Sterbens ein und dann man ist am Ende tatsächlich der Möglichkeiten. Und diese Anerkenntnis und daraus dann eben eine gute Sterbebegleitung, Palliativversorgung, Hospizarbeit zu entwickeln, ist der qualitative Schritt, der in den 90er Jahren und in den letzten 10, 15 Jahren gelungen ist. Und diese Debatte hier, die wir aktuell haben, ist eine gute, sinnvolle Fortsetzung genau dieser Diskussion. Damit bin ich abschließend auch an einen Appell an uns alle. Und dafür sind ja Debatten wie diese und auch in der Öffentlichkeit und in vielen Veranstaltungen, wie wir sie vor Ort haben, die sich übrigens, wenn Sie solche Veranstaltungen zu diesen Themen machen, auch zur Patientenverfügung und anderem mehr, ja auch großen Interesses erfreuen. Man wundert sich, wie viele Menschen tatsächlich mit Fragen, ganz konkreten Fragen, zu solchen Veranstaltungen kommen. Ein Stück weit über diese Debatten, den Tod, das Sterben auch wieder ins Leben, in den Alltag zurückholen. Ich weiß noch, wie meine Eltern, meine Großeltern mir gesagt haben, früher war es ganz normal, natürlich das Sterben zu Hause. Und man hat wie selbstverständlich als Kind auch mal die Großmutter, den Großvater sterben sehen. Ich selbst war um die 30, als ich zum ersten Mal einen Toten gesehen habe. Es gibt viele, die sind 50, 60 Jahre alt und haben noch nie in ihrem Leben einen Toten gesehen. Weil wir das wegschieben, irgendwie raus, ist irgendwie außerhalb dessen, was auch Familie ist, was zu Hause ist, was Heim ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über diese Debatte, das Sterben, den Tod, wieder auch als Teil
des Lebens in den Alltag zurückholen, denn dann enttabuisieren wir ihn, dann ist es möglich, auch über all die Dinge zu diskutieren, über die wir hier reden, und dann ist es eben möglich, auch über das zu reden, was notwendig ist für eine gute Sterbebegleitung. Jens Spahn war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Katrin Vogler für die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht sollten wir uns noch mal vergegenwärtigen, worüber wir hier sprechen. Es geht um die Angst, die viele Menschen begleitet, dass sie ihre letzten Lebensstunden zwischen piepsenden Apparaten verbringen müssten, gepflegt von gestressten Pflegekräften mit Gesichtern hinter Mundschutz oder in Pflegeheimen mit viel zu wenig Personal dahin vegetieren müssten oder dass sie schwere, unerträgliche Schmerzen und Ängste erleiden müssen. Aber das muss nicht sein. Diese Ängste können und sie sollten wir den Menschen auch nehmen. Niemand, egal bei welcher Krankheit, muss unter unerträglichen Schmerzen leiden. Denn wenn Heilung nicht mehr möglich ist, kann die Palliativmedizin heute Linderung und Hilfe am Lebensende, auch am Lebensende bieten. Und dabei steht dann die Lebensqualität, so absurd das vielleicht klingen mag, auch am Lebensende in der letzten Zeit steht dann die Lebensqualität einfach im Mittelpunkt. Und darum kümmern sich viele, viele Menschen als Beschäftigte oder Ehrenamtliche auf Palliativstationen, in Hospizen oder in ambulanten Palliativteams. Und dafür haben sie jeden Dank auch dieses Hauses verdient. Aber leider ist es nicht so, dass wir schon eine flächendeckende Versorgung hätten und dass wirklich jeder Mensch von diesen Angeboten auch erreicht werden kann. Und das müssen wir ändern. Wer nicht mehr lange zu leben hat, der kann nicht wochenlang auf einen Platz im Hospiz oder auf die Unterstützung eines Palliativteams warten. Und deswegen, Herr Minister Gröhe, bedanke ich mich bei Ihnen und Ihrem Team, dass Sie uns relativ zügig jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, um die Hospiz- und Palliativversorgung zu verbessern. Und manches, was Sie vorschlagen, geht auch tatsächlich durchaus in die richtige Richtung. Da sind wir uns auch einig, das würden wir auch unterstützen. Aber ich finde wirklich auch, lieber Jens Spahn, dass es notwendig ist und möglich sein muss, dass wir hier auch Punkte benennen, wo noch Lücken sind und wo noch Nachbesserungsbedarf ist. Und dafür haben wir einen Antrag eingebracht, den ich wirklich einfach noch mal bitte zu lesen. Wir würden uns freuen, wenn einige unserer Vorschläge eben aufgegriffen würden. Und da fange ich mal mit einem Beispiel an. Ist doch nicht einzusehen, dass hochqualifizierte Leitungskräfte in Hospizen ihre wertvolle Arbeitszeit dafür aufwenden, Spenden zu sammeln. Wir schlagen also vor, die Arbeit in den Hospizen vollständig zu finanzieren und ihnen damit eben auch die Sicherheit zu geben. Und unterschiedliche Standards in Hospizen und Pflegeheimen dürfen auch nicht sein. Jens Spahn hat darauf hingewiesen, die meisten Menschen, viel mehr Menschen sterben in Pflegeheimen als in Hospizen. Und auch in der Pflegeausbildung muss Palliativmedizin, muss palliative Betreuung, muss Sterbebegleitung nochmal aufgewertet werden. Und was wir wollen, ist, dass jeder Mensch, auch auf dem Land, auch egal welche Erkrankung er hat, einen verbindlichen Anspruch auf allgemeine und auch spezialisierte Palliativversorgung bekommt, und zwar sowohl ambulant als auch stationär. Und dafür müssen wir auch den Hospizausbau noch mal forcieren, insbesondere auf dem Land und auch für Kinder. Und auch die Trauerbegleitung für Kinder und verwaiste Eltern müssen wir noch mal in den Blick nehmen. Und im Übrigen fehlt noch ein wichtiger Wunsch, den ich in einem letzten Satz gerne noch mitnehmen möchte. Das höre ich bei jedem Hospizbesuch, bei jedem Gespräch mit Medizinerinnen und Medizinern aus der Palliativversorgung. Und den möchte ich gerne noch mal weitergeben. Wenn Sie Schwerkranken und Schmerzpatienten wirksam helfen wollen, dann geben Sie auch endlich das Cannabis für Kranke frei. Ja, das stimmt. Soweit Katrin Vogler für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Helga Kühn-Mengel für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Dieses Thema, da haben Sie völlig recht, die Sie das gesagt haben, eignet sich nicht für den politischen Schlag,
Abtausch. Korrigieren, Frau Zimmermann, möchte ich an einer Stelle. Es gibt ja viele Schnittstellen, auch wo wir die Sachverhalte ähnlich sehen. Die Verbände stimmen in großer Zahl diesem Gesetzentwurf zu. Es gibt viele Diskussionsgruppen, auch im interfraktionellen Arbeitskreis. An vielen Stellen wird hier die richtige Weichenstellung betont, und das ist auch ganz wichtig. Natürlich hat das Thema nicht direkt zur Sterbehilfe eine Beziehung, aber indirekt schon. Wir haben immer gesagt, bevor wir darüber reden, müssen wir die hospizliche und palliative Versorgung verbessern. Und das tun wir mit diesem Gesetz ganz deutlich. Und man muss auch sagen, dass sich viel getan hat. Die Entwicklung der Schmerztherapie seit 10 Jahren ist da viel geschehen. Die Stärkung der Palliativversorgung, die ambulante und hospizliche Versorgung, natürlich noch nicht flächendeckend, aber deutlich verbessert. 8.000 Ärzte und Ärztinnen haben bundesweit die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin erworben, eine deutliche Qualitätsverbesserung. Über 20.000 Pflegekräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterer Berufsgruppen haben eine anerkannte Weiterbildung in diesem Bereich. Wir brauchen natürlich mehr Kräfte, aber ich will betonen, es ist viel geschehen und gleichzeitig bleibt auch noch viel zu tun. Wir brauchen Hospiz- und Palliativversorgung überall, natürlich auch in der Fläche, da wo es heute noch wenig Angebote gibt. Wir müssen immer die Qualität im Blick haben bei der ambulanten Schmerztherapie, bei der spezialisierten Therapie. Wir müssen auch auf die Gruppen der Kinder achten. Die werden mit ihren lebensbedrohlichen und lebensverkürzenden Erkrankungen oft viele Jahre versorgt. Was gibt es da an Kooperationen, Netzwerken und Angeboten? Und natürlich ist der Krankenhausbereich wichtig, in dem 46% der Menschen versterben. Wir brauchen mehr sektorenübergreifende Kooperation. Und hier möchte ich auch verweisen auf das Versorgungsstärkungsgesetz mit dem Innovationsfonds, der ja hier zum Beispiel auch die Möglichkeit setzt, sektorenübergreifende Versorgung zu benennen und zu befördern. Vor diesem Hintergrund geht der Gesetzentwurf eindeutig in die richtige Richtung, mehr Möglichkeiten zur Vernetzung, zur Koordination, zu Angeboten in der Region, gerade auch im ländlichen Bereich. Gut ist er bei der Weiterentwicklung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, bei der Finanzierung der Hospize. Und hier muss man doch noch mal deutlich sagen, Kollegin Mattheis hat es schon erwähnt, 95% der zuschussfähigen Kosten werden übernommen, eine Steigerung der Finanzierung, keine Vollfinanzierung. Ich will das noch mal erwähnen, weil das Ehrenamt zur Palliativversorgung und zur Hospizversorgung dazugehört. Und natürlich muss man den 80.000, die hier in diesem Felde unterwegs sind, immer wieder danken und auch Wertschätzung entgegenbringen. Aber sie gehören vom Ursprung der Hospizbewegung dazu. Wir müssen auch bei den Hausärzten und beim Pflegepersonal darauf hinweisen, dass sie beraten müssen und dass die Menschen auch einen Rechtsanspruch darauf haben. Und deswegen ist es auch richtig, dass dies mit diesem Gesetz betont wird. Richtig und wichtig ist, dass wir jeder Mann und jeder Frau einen Zugang schaffen müssen zur palliativen und hospizlichen Versorgung. Das ist ganz wichtig. Und eine persönliche Bemerkung noch. Ich wäre auch dafür, dass wir im Krankenhaus einen Palliativbeauftragten oder eine Beauftragte implementieren und dies auch zum Teil der Qualitätssicherung machen. Die palliative Versorgung kann vieles leisten. Die Menschen, die sterben wollen, machen häufig die Erfahrung, dass durch
kontrollierte Schmerz- und Symptomkontrolle, so paradox es klingt, auch wieder mehr Lebensqualität und Lebensmut entsteht. Und insofern müssen wir sagen, wir werden alle an diesem Gesetz arbeiten und es weiterentwickeln, aber es ist ein sehr guter Schritt für die Patienten und Patientinnen. Soweit Helga Kühn-Mengel für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Harald Terpe, Bündnis 90 Die Grünen. Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es gleich vorneweg. Jede der einzelnen Regelungen, die Sie in dem Gesetz vorschlagen, erweitert die Möglichkeiten für die Palliativ- und Hospizversorgung. Und es geht dabei um eine Versorgung im Leben, am Lebensende und für die Sicherung der Lebensqualität. Das muss man auch im Zusammenhang mit den Diskussionen um Sterbehilfe hier noch mal eindeutig betonen. Die Palliativversorgung ist eine Hilfe zum Leben und zur Sicherung der Lebensqualität. Und ich nehme eins der Vorschläge heraus und sage, die Stärkung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung ist ein ganz wesentlicher Baustein dieses Gesetzes, weil wir da auch etwas nachholen, was wir vielleicht schon etwas früher hätten machen müssen. Denn wir haben heute auch ein Problem, das muss man klar sagen, dass der Gedanke der Palliativmedizin und der Hospizversorgung gar nicht flächendeckend verankert ist, weder bei den Patienten noch bei den Angehörigen und man muss es auch sagen, nicht mal bei dem medizinischen Personal. Also die Beratung, die wir flächendeckend wahrscheinlich uns gemeinsam vorstellen, die wird noch eine Weile dauern und da ist die Stärkung der ambulanten Palliativversorgung, der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung eine ganz wichtige Sache. Und was auch ganz wichtig ist, auch im Gesetz geregelt, dass es dort Koordination braucht. Also dass der koordinative Faktor, wie man das auch nennt, es war jetzt der Vorschlag gemacht worden, im Krankenhaus beispielsweise jemanden dafür verantwortlich zu machen, wie man es dann auch immer nennt, aber die Koordination der unterschiedlichen Ebenen der Palliativversorgung und Hospizversorgung ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir in Angriff nehmen müssen. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil es natürlich Zielkonflikte gibt. Jeder stellt sich vor, er kann zu Hause sterben, im Kreise der lieben Angehörigen mit aller erdenklichen Hilfe. Aber stationäre Palliativmedizin und auch Hospize sind eine Form der Zentralisierung, weil natürlich an der Stelle spezialisiertes Wissen angeboten wird. Und dieser Zielkonflikt lässt sich nur aufheben durch eine ganz enge Koordination der ganz unterschiedlichen Ebenen. Natürlich gibt es Sachen, die man noch mehr machen muss. Wir müssten uns wahrscheinlich auch im parlamentarischen Verfahren darüber unterhalten, wie soll es denn konkret stattfinden, dass beispielsweise mehr Hospize in die Fläche kommen. Da ist die Finanzierung der Betriebskosten, sage ich jetzt mal, zu 95% natürlich ein wichtiger Weg. Und ich betone für mich auch ganz deutlich, das ist auch wichtig, dass wir nicht 100% machen, weil es um dieses Ehrenamt geht. Und die Ehrenamtler sagen das. Die möchten gar nicht 100% haben, sondern sie möchten diese 95% haben, weil sie ansonsten das Gefühl haben, eine stille Enteignung ihrer Idee hinnehmen zu müssen. Also das muss man hier ganz deutlich mal sagen. Es ist aber so, wir müssten eigentlich auch eine Lösung finden für Investitionen in Hospize. Und da haben wir noch keine Lösung. Ich denke, dass wir darüber diskutieren müssen, wie wir das eigentlich hinkriegen, dass in verschiedenen mittelgroßen Städten, wo Hospize eigentlich hingehören und noch keine sind, irgendwie diese Bewegung sozusagen fördern. Also da würde ich dafür plädieren, dass wir das im parlamentarischen Verfahren machen. Und ich glaube, wir müssen uns auch noch darüber unterhalten, wie soll das mit der Ausbildung der Palliativpflege und Hospizpflege sein? Denn das ist eine andere Pflege als die Pflege im Pflegeheim, jedenfalls partiell eine andere Pflege, weil es da zum Beispiel um die Frage der Selbstbestimmung der zu Pflegenden
geht, die man achten muss, obwohl man weiß, dass sie zunehmend ihre Autonomie verlieren. Und ich erlebe viel, ich erlebe viel in den Hospizen, dass dann eine Übernahme durch die Pflegekräfte erfolgt, die nicht mit der Selbstbestimmung der Pflegenden zu tun hat. Also da gibt es auch in der Ausbildung eine Menge zu tun. In diesem Sinne appelliere ich tatsächlich, dass wir interfraktionell uns da noch diskutieren und möglicherweise auch zu einem interfraktionellen Antrag kommen, Gesetz kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Rede von Harald Terpe, Bündnis 90 Die Grünen. Nächste Rednerin ist jetzt Emmy Zollner für die CDU-CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Leben in Würde bis zuletzt, diesen Satz hören wir in der derzeitigen Debatte immer wieder. Doch was Würde für den Einzelnen ausmacht und was ein Leben und Sterben in Würde bedeutet, können wir als Politiker nicht festlegen. Dies bleibt eine ganz individuelle Entscheidung für jeden von uns. Doch was wir von politischer Seite definieren können, sind die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ein würdevolles Leben und ja auch ein würdevolles Sterben. Um diese Gestaltung der Rahmenbedingungen geht es auch heute wieder im vorliegenden Gesetzentwurf. Als zuständige Berichterstatterin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion möchte ich gerne einige für mich wichtige und relevante Punkte ausführen. Es ist mir ein Herzensanliegen, die Versorgung mit spezialisierter ambulanter Palliativversorgung, kurz SAPV, besonders im ländlichen Raum zu stärken, weil es dort noch die meisten weißen Flecken gibt. Was macht SAPV aus? Die SAPV ist ein Team aus hochspezialisierten Palliativmedizinern und Palliativpflegekräften, das rund um die Uhr für schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige zu Hause oder im Pflegeheim erreichbar ist. Das Team hat einen ganzheitlichen Therapieansatz, der die medizinische, pflegerische und psychosoziale Betreuung umfasst. Der Patient und die betroffene Familie können sich also in schwierigen Situationen, wenn zum Beispiel plötzlich starke Schmerzen oder Atemnot beim Patienten auftreten, in ein sicheres Netz fallen lassen. Dieser vernetzte Ansatz zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Gesetzentwurf. Um dieses Netz weiter zu spinnen und die letzten weißen Flecken endgültig zu schließen, ist es richtig, Schiedsstellen einzurichten, wo eine Einigung in Bezug auf den Vertragsinhalt zwischen Krankenkassen und SAPV-Teams gefunden werden kann. Denn im Gegensatz zu Ballungsräumen stellt sich für die Teams im ländlichen Raum ganz andere Herausforderungen dar. Die Wege sind länger, die betroffenen Patienten weniger. Und die Kinder der Patienten sind häufig gar nicht mehr vor Ort, sondern in Ballungsräumen, nämlich dort, wo die Arbeit ist, und fallen als Unterstützung weg. Trotzdem muss es möglich sein, auch dort SAPV-Teams entstehen zu lassen, die sich finanziell tragen, und die Schiedsstellen sind ein Hebel dafür. Aber nicht nur im ambulanten Bereich und bessern wir nach, sondern auch im stationären Bereich, im Bereich der Palliativstationen. Das Fallpauschalensystem, wie es in Krankenhäusern üblich ist, und ich werde es auch nicht müde zu sagen, belohnt an mehr an Leistung mit mehr Geld. Das passt einfach nicht für Palliativstationen. Tagesgleiche Pflegesätze hingegen machen es möglich, ohne Einbußen bei der Vergütung den Patienten individuell zu betreuen. Und wenn ein sterbenskranker Mensch keine Musiktherapie mehr haben möchte, dann sollte das ohne einen finanziellen Nachteil für die Station möglich sein. Zukünftig wollen wir eine echte Wahlmöglichkeit zwischen den Systemen schaffen. Es wird Krankenhäusern gesetzlich das Recht zugesprochen, gegenüber den Kassen die Abkehr vom DRG-System auf Palliativstationen zu erklären, wenn sie das wollen. Die Qualität darf darunter natürlich nicht leiden. Deswegen gibt es zum Beispiel in Bayern im Sinne des Bayerischen Krankenhausgesetzes verbindliche Qualitätskriterien für Palliativstationen. Und im gesamten System Krankenhaus, den Palliativgedanken besser zu verwurzeln, werden wir über zusätzliche Palliativbeauftragte, wie es die Kollegin schon angesprochen hat, natürlich diskutieren müssen. Auch die Einrichtung eines Konsiliardienstes sollte besser berücksichtigt werden. Denn wir unterstützen zwar im neuen Krankenhausgesetz mit den Strukturfonds den Aufbau neuer Palliativstationen, was sehr sinnvoll ist, aber natürlich wird nicht jedes Krankenhaus eine solche schaffen können. Trotzdem sollten auch in Krankenhäusern ohne Palliativstation die Menschen in der letzten Phase fachgerecht betreut werden und die Pflegekräfte und Ärzte einen Experten der Hospiz- und Palliativversorgung hinzurufen können.
Auch die finanzielle Ausstattung ambulanter Hospizdienste und stationärer Hospizte werden wir entsprechend verbessern. So können zukünftig beispielsweise Kinderhospize eigene Rahmenvereinbarungen vereinbaren. Die unschätzbar wichtige Arbeit, die dort tagtäglich geleistet wird, verlangt eine entsprechende Unterstützung und Honorierung. Das tun wir. An dem bürgerschaftlichen Gedanken, auf dem die Hospizbewegung fußt, halten wir dabei dennoch fest. Die Grundvoraussetzung für eine bessere Versorgung ist jedoch, die Menschen in unserem Land über die Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung aufzuklären. Die gesetzlichen Krankenkassen werden hierbei beauftragt, als Lotsen zu fungieren und die Menschen über ihre Möglichkeiten zu informieren. Als Parlamentarierin ist es mir wichtig, dass klargestellt wird, dass im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zum Beispiel auch die Möglichkeit einer Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht angesprochen wird. Auch eine öffentliche Kampagne könnte dieses Anliegen unterstützen. Der Entwurf des Hospiz- und Palliativgesetzes schafft durchdachte und dynamische Rahmenbedingungen, die die Versorgung in unserem Land nachhaltig positiv prägen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Nach dem vorgelegten Eckpunktepapier der Koalition, aus dem sich der Gesetzentwurf entwickelt hat, kommt nun unsere Stunde, die Stunde der Parlamentarier. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen parteiübergreifend diesem guten Gesetz den letzten Schliff zu gehen. Und liebe Kollegin Zimmermann, selbstverständlich kann ich lesen, auch die Anträge der Linken. Und die im Gesetz eingeflochtenen Überprüfungsanträge werden das Parlament auch in den nächsten Legislaturen noch beschäftigen. Denn ich bin geneigt zu sagen, wir haben hier eine historische Chance, die entscheidenden Weichen für einen vernetzten, ganzheitlichen, patientenorientierten Ansatz in der Versorgung sterbender und schwerstkranker Menschen zu stellen. Vielen herzlichen Dank. Emmy Zollner war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Bettina Müller, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute verbringt die Mehrheit der Menschen die letzte Lebensphase in stationären Einrichtungen, in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern. Wenn die schwerkranken und sterbenden Menschen die Wahl hätten, dann würden sie, die meisten von ihnen, lieber zu Hause im Kreis ihrer Angehörigen sterben. Dafür brauchen wir einen umfassenden Ausbau der Palliativmedizin, der Palliativpflege und der hospizlichen Sterbebegleitung. Insbesondere im ländlichen Raum fehlt es jedoch an ausreichenden Angeboten auf diesem Gebiet. Und deshalb wollen wir mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf auch die Hausärzte durch Programme und Netzwerke stärker an der Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen beteiligen. Sie haben über Jahre hinweg oft einen sehr intensiven und auch sehr vertrauensvollen Kontakt zu ihren Patienten. Und die meisten Kranken wünschen sich daher, dass der Arzt, der die Familie ein Leben lang begleitet hat und ihn selbst auch behandelt hat, dann am Ende des Lebens zur Stelle ist und sie ihm ihre Sorgen und Nöte auch mitteilen können. Und wir werden daher ein besonderes Augenmerk richten auf die Versorgungsverträge, die die Selbstverwaltungspartner dann aushandeln müssen für diesen hausärztlichen Bereich. Dabei muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass die Qualität stimmt. Entsprechende Zusatzqualifikationen oder eine enge Anbindung an SAPV-Teams sind unabdingbare Voraussetzungen für einen Einsatz in diesem Bereich. Eine Palliativversorgung zweiter Klasse wird es mit uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht geben. Hier gilt aber auch, Konkurrenzdenken ist völlig fehl am Platz. Vielmehr werden wir in den nächsten Jahren aus allen Berufsgruppen Spezialisten für diese wichtige Aufgabe brauchen. Es wird zum einen eine höhere Anzahl schwerkranker und sterbender Menschen geben aufgrund der demografischen Entwicklung. Zum anderen wird es gerade mit diesem verbesserten Angebot für die hospizliche und palliative Versorgung im häuslichen Bereich, das wir mit diesem Gesetz ja gerade schaffen, auch die Zahl derer steigen, die dann zu Hause bleiben wollen und diese Form der Versorgung in Anspruch nehmen. Und gerade in der letzten Lebensphase verändert sich zudem der Hilfebedarf ständig, sodass eine vernetzte Versorgung, und dieses Stichwort ist heute ja wiederholt gefallen, besonders wichtig ist.
Und hier wird es ein Zusammenwirken von Fachärzten, von Hausärzten, von SAPV-Teams und Hospizdiensten geben müssen, um den Bedürfnissen dieser Schwerkranken gerecht zu werden. Wir brauchen nicht nur ein Mehr an Versorgung, wir brauchen vor allen Dingen auch die Vielfalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, an Versorgungsformen. Wir brauchen also alle, die für diese Versorgung geeignet sind. Und ich appelliere auch an alle, sich eng zu vernetzen und in den Regionen zum Wohle der Patienten zusammenzuarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die häusliche Krankenpflege hat hier eine besondere Bedeutung. Wir werden daher die Voraussetzungen dafür schaffen, dass über die üblichen 4 Wochen hinaus die Menschen auch palliativpflegerisch betreut werden können und hier das Leistungsspektrum auch entsprechend erweitern. Und um den Ausbau der SAPV im ländlichen Raum zu fördern, werden, wie es ist schon angeklungen, die betreffenden Versorgungsverträge dadurch unterfüttern, dass wir Schiedsverfahren einführen, damit hier im Falle von Uneinigkeiten schnell Lösungen herbeigeführt werden können. Und auch die unersetzlichen, das will ich betonen, ambulanten Hospizdienste wollen wir mit diesem Gesetz stärken. Wir werden neben den Personalkosten auch künftig die Sachkosten berücksichtigen. Und es soll ein angemessenes Verhältnis in diesem Bereich geben zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die besten Strukturen nützen jedoch nichts, wenn die Betroffenen nichts davon wissen. Und daher haben Versicherte künftig einen Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen und bei der Auswahl und Inanspruchnahme der Leistungen im Hospiz- und Palliativbereich. Und dazu gehören auch schriftliche Informationen über die lokal vorhandenen Angebote und auch Hilfestellungen bei der Kontaktaufnahme hierzu. Die Krankenkassen sollen hierbei mit der Pflegeberatung, mit den kommunalen Servicestellen oder auch schon den vorhandenen Versorgungsstrukturen zusammenarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, jahrelang war die Hospiz- und Palliativversorgung ein Stiefkind des Gesundheitswesens. Heute besteht aber Einigkeit darüber, dass eine menschenwürdige Behandlung schwerkranker und sterbender Menschen ein zentrales Anliegen von Medizin und Pflege sein muss. Am Ende geht es nicht mehr um invasive Apparatemedizin, sondern es geht darum, dass die Menschen nicht alleine sind, dass sie keine Schmerzen haben und dass sie selbst entscheiden können, wie sie ihre letzte Zeit verbringen. Dafür, denke ich, haben wir mit diesem Gesetz gute Voraussetzungen geschaffen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Rede von Bettina Müller war das für die SPD-Fraktion. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung bei der Hospiz- und Palliativversorgung ist jetzt Erwin Rödl für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erfüllen wir ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Die Menschen in Deutschland erhalten Zugang zu einer besseren Hospizarbeit und zu einer flächendeckenden Palliativversorgung. Wir wollen eine Kultur der Hilfe im Sterben anbieten, die es erlaubt, die letzte Lebensphase selbstbestimmt und bestmöglich begleitet zu verbringen. Mit dem Hospiz- und Palliativgesetz werden in der gesetzlichen Krankenversicherung, in der sozialen Pflegeversicherung und in unseren Krankenhäusern spürbare Verbesserungen bei der Versorgung in der letzten Lebensphase verwirklicht. Das gilt für die ambulante Hospizversorgung ebenso wie für die Pflege in der häuslichen Umgebung und für die stationären Pflegeeinrichtungen. Nicht zuletzt wird dieses Gesetz einen ganz wichtigen Beitrag zu dem leisten, was ich mal die Runderneuerung der Pflege in der laufenden Legislaturperiode nennen möchte. Damit meine ich die beiden Pflegestärkungsgesetze, den Bürokratieabbau in der Pflege, die Neugestaltung des Pflege-TÜVs und die Reform der Ausbildung in den Pflegeberufen. Tatsächlich hat die Pflegepolitik seit Einführung der staatlichen Pflegeversicherung noch nie so viel Aufmerksamkeit erhalten wie in dieser Legislaturperiode. Ich erwähne in diesem Zusammenhang auch das Versorgungsstärkungsgesetz und das Präventionsgesetz. Alle beinhalten wichtige Elemente zur Verbesserung der Pflege in Deutschland. Meine Damen und Herren,
Die Antwort auf die Nöte Schwerstkranker und Sterbender besteht in einer umfassenden ärztlichen, pflegerischen und psychosozialen Begleitung. Dazu ist es erforderlich, überall ausreichende Angebote der Palliativmedizin, der Palliativpflege und der hospizlichen Sterbebegleitung zu schaffen, sowie umfassend über Versorgungsangebote in der letzten Lebensphase zu informieren. Mir ist besonders wichtig, auch in ländlichen und strukturschwachen Regionen das Leistungsangebot auszubauen. Die palliative Pflege in Heimen und in der häuslichen Umgebung zu stärken, sowohl insbesondere die Vernetzung und Kooperation zwischen den Akteuren voranzubringen. Wir werden in diesem Gesetz auch die ärztliche Versorgung bei der Sterbebegleitung in Pflegeheimen entscheidend verbessern. Denn die Sterbebegleitung wird Bestandteil des Versorgungsauftrages der sozialen Pflegeversicherung. Über die Kooperation der Pflegeheime mit Hospiz- und Palliativnetzen wird öffentlich informiert. Und wir fördern diese möglichst enge Zusammenarbeit der Pflegeheime mit Haus- und Fachärzten zur medizinischen Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner mit zusätzlichen Vergütungen. Finanzielle Unterstützung gibt es auch für individuelle Beratungsangebote in Pflegeheimen zur medizinischen, pflegerischen und seelsorgerischen Betreuung in der letzten Lebensphase. Die Kassen arbeiten dabei mit der Pflegeberatung, mit kommunalen Servicestellen oder vorhandenen Versorgungsnetzwerken zusammen. Meine Damen und Herren, es geht darum, auf die Ängste und Bedürfnisse schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer Angehörigen bestmöglich einzugehen und sie nicht allein zu lassen. Deshalb möchte ich zum Schluss unseren Dank und unsere Hochachtung für die 80.000 Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Ausdruck bringen, die in Deutschland ehrenamtlich in der Hospizbewegung engagiert sind. Dem Wunsch der Hospiz- und Palliativverbände, diese unschätzbare Arbeit durch die Krankenkassen künftig stärker zu fördern, werden wir gerne nachkommen. Das war Erwin Rüttel für die CDU-CSU-Fraktion. Meine Damen und Herren, der letzte Redner in dieser Debatte zu Verbesserungen in der Hospiz- und Palliativversorgung. Diskutiert wurde ein Gesetzentwurf der Bundesregierung hier in erster Lesung. Und das bedeutet, dass dieser Gesetzentwurf jetzt in die Ausschüsse überwiesen wird, wo er dann weiter beraten wird und hier zur zweiten und dritten Lesung dann wieder im Plenum diskutiert werden wird.